Hallo ihr Motorradverrückten, ergänzend zu den euch bereits bekannten Demontage- und Montage-Videos gibt es hier eine kleine Videoserie, die euch den Inhalt der Reparatursätze von Keithson näher bringt. Also ich zeige euch, was ist drin, was wird wofür gebraucht. Heute haben wir hier auf dem Tisch einen Reparatursatz für einen Einzelvergaser der Honda CB350F4, dieser kleine Vierzylinder. Wie gesagt, das ist für einen Einzelvergaser. Ihr müsst das Ganze also bitte viermal bestellen. Ja, nicht vergessen, ganz wichtig. Und ich lege mal los heute hier oben. Hier haben wir eine neue Schwimmerkammerdichtung. Und daneben haben wir die Dichtung, die oben unter diesen Deckel gehört, wo also diese gemeinsame Betätigung von den Rundschiebern drunter ist. Ja, also diese Welle. Da gehört diese Dichtung hier hin. Dann haben wir hier drüben eine neue Leerlauf-Gemischschraube. Die hat hier in diesem Fall keinen O-Ring. Das heißt, es ist also nur die Schraube und die Feder gehören dorthin. Hier gibt es ein neues Mischrohr bzw. Düsenstock. Eine neue Hauptdüse, die ist hier gesteckt. Der O-Ring ist schon drauf. Dann haben wir hier drei gleich große und einen etwas kleineren O-Ring. Die drei gleich großen sind also in jedem Satz zu enthalten. Damit sammelt ihr, wenn ihr diese vier Sätze bestellt, genügend zusammen, dass wenn ihr die Vergaser voneinander trennt, wozu ich dringend raten würde bei diesem Baujahr, ja, dass ihr einfach die O-Ringe auf der Kraftstoffleitung, also in der Mitte ist ja so ein T-Stück, wo der Kraftstoff zufließt, und von Vergaser 1 zu 2 und von 3 zu 4 sind so kleine Röhrchen, da sind O-Ringe drauf, das sind diese, damit könnt ihr dieses also neu machen. Und der etwas kleinere hier, da ist einer mit dabei, der sitzt auf der Ablassschraube unten an der Schwimmerkammer. Gut, dann haben wir hier ein neues Schwimmernadelventil, ja, also das Zuflussteil, O-Ring auch bereits montiert und die Schwimmernadel, das ist diese. Dann gibt es hier eine neue Teillastnadel mit Clip und eine Leerlaufdüse. Ja, Freunde, damit sind wir durch. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und geholfen. Wenn es Fragen, Wünsche oder Anregungen gibt, scheu dich nicht, hau in die Tasten, schreib gerne einen Kommentar oder auch eine Mail. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.